Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Vizebeats Infinity Evolved. Mit dabei im TS und auf dem Server der Streetiger 2. Einen wunderschönen guten Hallo. Und auf dem Server ist noch der Sora Timers. So. Was geht, meine Freunde? Warte. Dafür hast du jetzt echt eine verdient. Ach komm, sei ruhig. Ich würde dich gerne einmal bei mir einladen. Oh Gott. Du darfst jetzt dabei sein, wie ich ein Drachenherz aktiviere. Oh. Autsch. Moment, ich komm, ich bin gleich da. Erscheinen reicht. Ja, ich weiß. Gut. Also meine Zuschauer haben das mittlerweile schon so ein paar Mal gesehen, aber ich glaube, du hast es noch kein einziges Mal gesehen, oder? Bisher noch nicht. Deine Folgen kommen ja für mich noch nicht sind ja für mich noch nicht draußen, ne? Ja. Richtig. Ah, Sand. Hallo. Hallo. Und zwar brauche ich einmal TNT. Oh Gott. Ja, das wird lustig. Scheiße. Was ist mit dir kaputt? Ich hab da den Kopf vom Sora-Timers gesehen, deswegen. Ach so. Ja, der Junge hat ja nichts drauf. Dann folge mir einmal hier zu dieser Obsidianfläche. Oh je. Und zwar stellen wir jetzt einmal hier Charged Draconium auf. Oh. Hast du, echt? Das ist charged? Das ist charged. Mit 1 Million RF drin, oder was? 100 Millionen. 100, Alter. Mhm. So, du hast ja mitbekommen, wie scheiße schwer das zu bekommen ist, dieses Drachenherz, ne? Ja. Das sagen wir jetzt erstmal in die Luft. Bus. Alter, ist das riesig. Ja, das fliegt jetzt hier in die Luft. Und jetzt gleich fängt es alles hier an, in der Gegend aufzusaugen, an Blöcken. Und zwar brauchen wir jetzt 16 Draconicores, die jetzt aufgesaugt werden. Und dann werden diese Draconium-Blöcke, ich nenne es immer noch infusiert. Ich habe keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Ja. Die wachen auf. Wachen auf? Und, ja, kannst du so sagen. Ja. Weil wenn sie aufgewacht sind, macht das erstmal Bumm. Und dann gehe ich mal wieder weg. Alter! Und wir haben Awakened Draconium-Blöcke. Alter! Gott, ist das schwierig herzustellen. Flup. Flup, flup. Ja, gut. Ja, und damit hast du... Braucht eine halbe Stunde, bis die abgebaut sind. Ja, ich. Eine Sekunde. Du hast ja noch gar nicht richtig sehen können, ne? Nee. Alter. Ja, genau, Obsidian. Mhm. Ja, geil. Wie normalen Cobblestone. Geil. Du hast ja gesehen, dass ich jetzt auch so einen Dienst anbiete zum Abbauen, ne? Ja, ja. Ich zeig dir nach der Folge mal kurz, was ich in der Mining World angerichtet habe. Okay. Möchte ich das sehen? Vielleicht. Okay. Noch irgendwas? Ich wollte jetzt eigentlich meine Rüstung vervollständigen. Ja, okay, gut, weil ich muss... Achso, warte mal, ich muss so eh wieder runter. Ich wollte noch ein paar Capacitor Banks bauen. Mach das, tut dir keinen Zwang an. Jo. Gut. Also, das mache ich aber bei mir, ne? Ja, ja. Hab ich schon fast gedacht. Ja. So, 5 Wyvern Cores, dann einen Awakened Core. Dann brauchen wir einen Draconic Energy Core. Ja, da fehlen mir wieder die Wyvern Energy Cores. Und da fehlen mir wieder Redstone Blöcke. Hab ich ja schon gesagt, ne? RF ist scheiße. RF du uns? Ja, das ja. Hast du schon erzählt. Oh Mann, ey. Mit dem Bilder die tolle Tour, ne? Ja, sauber. Oh Mann, ey. Ich könnte mich immer noch drüber ärgern. Ach. Kriegst du einen neuen Weg hin. Klappt schon irgendwie. Ja, nee, ich meine, ich habe ja noch den alten Bilder und so, ne? Das ist ja kein Problem, aber trotzdem. Das hat mich schon geärgert. So, jetzt erstmal ganz wichtig. Bevor man die Wyvern-Rüstung upgradet, alle Verzauberungen rausnehmen. Weil wenn man den Helm vercraftet und die Verzauberung ist noch drin, ist die Verzauberung verloren. Daran hat er nicht gedacht, der liebe Mod-Entwickler, oder wollte er nicht dran denken? Und jetzt, Wyvern-Helm. Da rein und wir haben einen Draconic Helm. Ja, geil. Gut, dann machen wir doch mal direkt weiter. Und zwar mit der Draconic Leggings. 3, 4. Und wir haben einen Awakened Core. Wo war's? Jetzt brauche ich noch eine Draconic. Dann machen wir hier so ein Stack davon
Weißt du noch am Anfang, wie geizig ich war mit den Draconicors? Habe ich gesagt, nee, nur einer am Anfang, das reicht erstmal. Ja. Ich habe gerade einen Stack gecraftet. So, warte mal, Glowstone brauche ich nochmal. Ich muss doch nochmal zu dir. Ja. Tut dir keinen Zwang an. Ich muss mir nochmal Energetic Alloy herstellen. Jojo. Und ich bin zu faul, mir Ender-IO zu machen. Ja, ich kann dir gerne nochmal so einen Teil geben, wenn du willst. Nö, passt schon. Warte mal, ich muss es erstmal gucken in dein AE, ne? Ja, tut dir keinen Zwang an. Ah, guck mal hier, da hast du ja schon 64, das ist gut. Dann nehme ich mir die gerade raus und pack hier nochmal was rein und dann bin ich auch schon wieder weg. das ist cool. Der Helm hat jetzt dauerhaft sammelt schnell. Night Vision? Genau, Night Vision. Okay. Draconic? Wyvern Leggings und die Leggings haben. Draconic Leggings haben wir auch. Ach, stimmt ja. Ich habe auch noch eine. Hab schon mal gewundert, warum sich das schon auflädt. Ja, bin immer noch gleich schnell. Sehr schön. Gut, dann kommt hier wieder alles rein. Protection 4, Stimmplan 4, Soulbound 1. So, letztes Teil. Was bleibt auch übrig von der Rüstung? War gerade eine Frage an dich, ne? Ich glaube die Schuhe. Genau. Ey, ich bin gut. Obwohl ich nicht aufgepasst habe. Und ich bin nicht gut. Ich habe keine Nether Stars mehr. Ja, mach ruhig. Ja, ich gehe mal ganz schnell in die Mining World. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bräuchte ich noch. Da hole ich mir schnell in der Mining World mal 2, 3 Wither, 3 Nether Stars. Hier meine Schandtat vom letzten Mal mit dem Sora. Habt ihr Wither getötet oder was? Nee, ich hab den Draconic Staff of Power mal getestet. Okay. Also ich kann mittlerweile einen Wither free hitten. Ja, ist doch nicht schlecht. Mhm. Alter, das wird vorne und hinten nix. Zwei, drei. So, nächster Wither. Das müsste ich eigentlich immer noch automatisieren, der Wither. Ich glaube, das mache ich bald in einer der nächsten Folgen mal. Oder ich nehme das mal fast auf. Jetzt habe ich keinen Electrical Steel mehr, der sauber. Du weißt, wo der Erneuersmelter steht, ne? Ja. Dafür brauche ich noch Kohle. Was habe ich denn da jetzt? Pulverisierte Kohle, ne? Müsste. Warte mal, schauen wir doch mal. Elec. Trick. Und Silikon? Ja. Scheiße, wo riecht das hier? Aus dem Sand, okay. Sand, Redstone, Erz. Ich glaube, aus Clay sogar auch. Ja, ich glaube, aus Sand ist es das Einfachste, denke ich mal. Ja, siehst du, dann habe ich letztes Mal auch über Mist erzählt. Wieso? Naja, ich habe gedacht, mir braucht Ender-IO-Maschinen, um das Silikon rauszubekommen. Ja, komm, ein Wither mach ich mal vorsichtshalber. Ah ja, für die es in der letzten Folge nicht mitbekommen haben, ich habe meine Playlist mal komplett über den Haufen geworfen und eine komplett neue gemacht. Muss ich auf jeden Fall noch meine Videobeschreibung ändern, muss ich noch dran erinnern. Ja, solltest du tun. Ja. Damit die Leute natürlich auch up to date sind. Natürlich. Na klar, hier. Ja, hallo. Selbstverständlich. So. 4 neue Nether Stars, neue Sigil und neue Miniatur Retards. Ja, sauber. GEZ? Jo. Alter, was ist das denn? So ein LV-Transformer. War aus wie ein Würfel. Lol. Es gibt hier die Transformer? Ich weiß gar nicht, dass die Transformer hier auch bei sind. Das was? Dass die Transformer hier bei sind. Und was? Die MV-Transformer und so weiter. Also, Lolten, vergiss es. Ja, okay. Ich hab's eh schon vergessen, hä? Was? Ja, was, hä? Ja, wie, wo? Warum? Manfred. Was, Manfred? Ja. Nee, nix Manfred. Okay. Und meine Rechnung ging perfekt auf. Ich hab genug Awakened Draconium für die komplette Rüstung. Jetzt noch die Verzauberung raus.
Und es ist soweit. Draconic Boots. Ich bin voll Draconium. Alter. Oh cool, ich kann jetzt auch wieder hier so einen Schritt nach oben gehen. Also ein Block. Alter, finde, die Rüstung sieht hammer aus. Bist doch bestimmt wieder in deinem Lager, ne? Nee, ich bin im Moment in meinem schönen Reaktorhaus. Hä? Reaktorhaus. Reaktorhaus, genau, ja. Aua. Alter. Aus, als hättest du so einen Biohazard anzuran. Die sieht aber krass aus, die Rüstung, ne? Ja, schon. Aber willst du mal einen richtig dicken Capacitor sehen? Warum entlädt er sich? Weil bei dir immer irgendwas aufgeladen wird. Ah, okay. 80 Mille? Och, so ein Klacks hier. Ja, geht noch dicker. Ja, kannst du ja hier mal meine Bank aufladen. lol, ups. Ja, ich wollte gerade sagen, aufladen, nicht entladen. Ne, das geht nicht. Kriegst du den Strom wieder, wenn du willst. Ach, Quatsch, passt schon. Die paar RF. Gut, jetzt gehen wir den Bubi nochmal erschrecken, wenn man wüsste, wo der ist. Ah, der ist unten. Den gehen wir erschrecken? Ach, der ist AFK. Ah. So, was hast du denn an Electrical Steel da? Oh, cool. Mhm. Und sonst so? Ja, läuft. Ja. Also am liebsten würde ich hier einmal ganz kurz Probe schlagen. Hast du mich? Mhm. Warte. Nee, muss nicht. Ja, doch, hier bei mir im Haus geht's. Ja, okay. Da ist nämlich mein Spawn nicht so weit weg. Gut. Bereit? Ja. Und tschüss. Alter. One hit. Mit den Bonusherzen. Alter. Oh. War das ein paar Level dabei, ne? Ach ja, 4, das ist wurscht. So. Dann ziehen wir uns mal wieder an. Ih, du bist ja nackig, schau mal weg. Ja. Jetzt kann ich erstmal. Ah ja, was ich total vergessen habe. Was denn? Ich habe Machtfachkompressen, Koppel. Ja, cool. Den schmeiß ich jetzt erstmal hier in den Ofen und dann bekommen wir einen Block of Bedrockium. Was? Lohn ist 4. Ich kann nochmal laufen. Du dahin. So, Bedrockium, Ingots. Dann kann ich mir ja schon mal eine Bedrockium Drum machen. Ja, mach du mal. Was kommt das denn noch daraus? Ah, okay, Bedrockium Drum. Weil dann habe ich mal. Alter, ich spawn noch nicht mal mit vollen Herzen. Was ist das denn? Willst du ein paar Tränke zum Heilen haben? Nee, passt schon. Weil dann kann ich jetzt einmal hier. Den hier wegmachen und die hier hinstellen. Da habe ich mal einen besseren Speicher für Mob Essence. Also wenn noch einer will, ich habe jetzt hier noch einen vollen Tank für Mob Essence, ne? So einen Resonant Tank. Jo. Oh, und ich bin immer noch mit mir ein bisschen am Hadern, ob ich die Mob-Farben nochmal upgraden soll oder nicht. Weil eigentlich ist sie jetzt schon zu stark. Ja, ich meine, wir haben jetzt bis zum Lebkuchen-Darachter ausgesorgt, was das betrifft. Aber weiß nicht, ich erinnere mich, noch dran, da lag mir irgendjemand in den Ohren, ich hab so viele Knochen, was soll ich mit den Knochen machen? Jetzt sind es mittlerweile schon 440.000. Alter, echt jetzt? Ja. Meine Fresse. Ich weiß auch immer noch nicht genau, wohin damit. Einzige, was... Ich glaube, ich setze das jetzt mal wirklich um. Was denn? Moment. Okay. Weißt du, was ich krass finde? Was denn? Ich kann mit der Draconic-Rüstung die Aura-Notes von Formcraft sehen.
Das ist ja mal cool. Ich habe ja eine mit 79 Perditio. Mit Erde 79 ist... Perditio? Ich sehe hier gerade richtig viele Auronauts. Ja, cool. Wo bist du? Ich bin gerade bei mir. Also gerade quasi am Portalgebäude. Warte, dann komme ich auch gleich mal vorbei. Setz jetzt gerade noch hier die... Wie viel sind das? 2. Ja, okay. Passt. Nächste Mal. Brauche ich bloß noch 2. Dann habe ich hier mal ein grundsolides Dingens. Puffer. So. Was ich aber eigentlich auch nochmal vorbereiten wollte, war ja einmal das Ritual für das Sigil da. Für die Unstable Ingots. Ach, das, das da, ja. Weil da hatte ich ja vorgehabt, einmal wirklich da auch das Pseudo-Ritual zu machen. Für das Pseudo-Sigil. Pseudo-Sigil? Ja. Du kannst das aktivierte Siegel noch einmal updaten. Okay. Ach, aber verdammt, ich muss nochmal zurück. Verdammt. Der vergisst wieder die Hälfte, der Typ. Ja, furchtbar. Nee, wie gesagt, du kannst das noch einmal updaten. Dann hat das halt keine Haltbarkeit mehr. Also keine maximale Uses. Und die Barren sind dann auch nicht instabil. Okay. Bloß was der Nachteil ist, dieses Ritual ist ein bisschen extrem krass teuer. Ja. Und ist immer, ne? Weißt du ja. Weil, was du alleine brauchst, was ich jetzt schon mal erfahren habe, man braucht schon mal zum Beispiel einmal jede einzelne Music Disc. Okay. So, wo ist denn die Perditio-Note? Hier ist die Perditio-Note. Einmal da oben. Was? Nein, hier. Hallo. Ja, ich bin jetzt gerade unter dir. Ah, jetzt sehe ich sie, ja. Ja. Alter, hier. Oh, die ist aber. Oh. Ja, gut. Probieren wir es mal. So. Halt das da rein. Und zack. Ah, Mann, ey. Da ist ein Zombie. Okay. Warum gehst du jetzt nicht? Hm? Was hat denn der für Koordinaten? Hä? Mein Gott. Also doch nochmal zurück. Ach. Knarf! Wusch! Natürlich auch ist, ich will dich jetzt, auch nicht anfangen mit dem Draconic Staff anzugreifen, weil da greife ich dich auch noch an. Hans, ich bin weg! Ja, jetzt gerade habe ich es gesehen, aber eben als der Zombie da war, meinte ich. Okay. Ah, jetzt so. Weiß ich, was ich noch machen kann. Ich bin intelligent. Ich bin K-L-U-K. Ja, klar. So, wo ist jetzt ein Abwenden? Ein Harpster baue ich. Ich habe kein Inver mehr, verarschen. Juhu! Ich habe eine Perditio-Note. Gern geschehen. Danke. Achso, warte mal, ich mache noch das Loch zu. Wäre nicht schlecht. Ja. Okay, einen Harvester. So, mal wieder zurück. 2 Goldgears. Ein sehr schön. Ich hab's. Oh, dieses Fading, ne? Moment. Okay. Klaus, ich hab dir gleich mal was zu sagen. Hm? Nach der Aufnahme. Ah, okay. Harvester. Redstone Reception Coil. Und dann müsste ich eigentlich schon fast alles haben. Eine Schere noch. Und dann jetzt, jawohl, Harvester. Dann einen Autonomes. Habe ich sogar noch. Ich stand ja von da. Ja. Und kann man jetzt Bones. Bone Meal auch im Pull. Der Segment machen müsste, ne? Ja, das geht auch, glaube ich. Segment müsste ich noch haben, jawohl. Gut. Dann machen wir hier. Ja.
Ich habe die Dick Depth noch ein bisschen so stark eingestellt, merke ich gerade. Oh, dann ist der auch wieder fast voll aufgeladen. Das ist sehr gut. Also scheint auch wirklich momentan auf Wunsch einen 9x9x9 Raum ausheben. Boah, demnächst. Also jetzt? Demnächst habe ich gesagt. Ja, demnächst ist er jetzt. Ja, klar. Und jetzt? Oh, nerv nicht. Jetzt? Und jetzt? Wasch. Und jetzt? Hallo? Geht's noch? Ja, und sonst so? Ja, aha, bei mir alles bestens. Bei dir? Oh, weiß ich noch nicht. Aha, merke ich. Ich bin so ein Dödel. Ja, gell, bist du. So, ich brauche hier noch eine Kabelanbindung. Sowohl Strom als auch ME. Und ich sehe gerade, die Folge ist vorbei. Würde ich sagen, welche Folge gefallen hat, gibt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Tschüss.